Thank you.
Grüß Gott! Bist du auch gerade angekommen? Gerade angekommen, genau. Sagst du schon, ich bin zu spät, weil ich wollte die Verbindung gerade erst angekommen. Dann dachte ich aber, Freddy fehlt ja noch nicht auf dem Sitz. Noch kann er da nicht. In die Tasche. Na, da steht da glaube ich auch irgendwie an der Seite dran, ist kein Kindersitz. So, okay, dann. Aber er ist ja eigentlich formal noch ein Kleinkind. Und da steht ja nicht, dass es kein Kleinkindersitz ist. Keine Babytasche. Keine Babytasche, ja. Schwierig. Ja, die Frage ist. Achso, ja. Ich meine, da ist ja quasi direkt da bei diesem Funkhaus, da ist ja irgendwie auch was. Aber ich habe wie immer das gleiche Problem. Ich habe übertrieben viel Bargeld bei. Ich glaube, ich komme auf so 5 bis 8 Euro. Aber auf Discount-Seite reicht halt auch mal zu zweifeln. Ja, dann ist das Risiko zu hoch. Ich weiß nämlich nicht, ob man da mit Karte zahlen würde. Drei verschiedene Möglichkeiten, Karte zu zahlen. Ja, da haben wir auch ganz viele. Weiter raus. Ist so im Garten der Welt vorbei und so. Ja. Du kannst aber, hast aber zwei Möglichkeiten. Du kannst es auf die Seite wieder zurück, aber halt eine andere Flussseite. Ah. Okay. Ja, ansonsten. Also ich bin dann da in diesem Gewerbegebiet mal Zahn gelandet. Ja, also klar, wachsen ist es okay, aber. Für Kinder nicht ratsam. Naja, was denn? Da ist da irgendwo so ein buckligen Radweg am Fußweg dran. Ich glaube, der Straße donnert die Ecke nicht. Also quasi wie immer eigentlich. Ich bin jetzt nämlich da gerade ausgefahren. Genau, so fahre ich auch häufig und dann direkt an diesem Umspannweg Umspannberg links. Ich bin noch weiter gerade ausgefahren. Da auch, aber dann musst du halt auch zum Stück dran liegen, oder? Genau, ganz gut fahren. Das geht auch. Mit Clara fahren wir auch mal dahin, weil wir hier vorne waren. Deswegen, wir können auch gerade ausfahren.
hingeparkt. Radweg ist, glaube ich, nur dahin geparkt. Wir machen ja gerade den Radweg da rein. Ja, stimmt. Warum auch immer eigentlich, warte, das ist. Ja, aber jetzt haben wir den komplett kaputt gemacht. Deshalb machen wir jetzt. Ja, ja, genau, da mussten, jetzt ein paar so Teerplatten rein. Genau. Und so ein paar Kreise, die man so schlägt. Genau, damit es irgendwie mehr Spaß macht. Also links also, oder geradeaus? Na, lass mal da lang fahren, das kann ich jetzt noch nicht. Ich bin halt so gefahren, dass ich dann auch bei der Naliba-Straße dann rauskam, aber das kann ich jetzt hier nicht, hier war ich mir gar nicht so sicher, ob ich hier lang fahren konnte. Naja, das ist halt so für alle Reifen. Ja, ja, doch, wenn die so verlöchert sind. Ja. Gerade auf dem 2er, weil das ist 7 oder 8. Wir sind ja auf dem 2er Raum, aber wenn man den 2er komplett verfahren kann. Das lohnt sich hier nicht. Ja, ja. Ja, jetzt kommen wir quasi 30 Meter von dieser Ampel entfernt raus. Ach so. Weil wir so ein Bild fahren, also ja. Na gut, natürlich ein bisschen direkter als das, wie ich da letztens gefahren bin. Ja, wobei es da hinten auch schön ist. Ist da ein Aleppa-Knopf drin? Genau. Ach, dann machen die das quasi einfach zu, ja, aber sie stellen es nicht auf die Straße. Ja, das ist schon mal gut, aber einfach zu machen ist irgendwie auch gut. Ne? Also wir können auch da lang fahren. Als der Sonntag war natürlich auch niemand zu erreichen, Telefon. Dass du dann irgendwie hättest bezahlen können? Ja, die hatte dann am Samstag bezahlt, aber das war dann natürlich am Sonntag noch nicht angekommen. Das ist natürlich cool. Aber was habt ihr dann gemacht? Ja, haben dann die Babyschale genommen. Ah. Also ging schon, aber ja, für den Rückweg haben wir dann den Kindersitz, der bei Schwiegereltern noch war, der gleiche. Dann. Wir können jetzt rechts zur Südostallee oder wieder kurz links und Wilhelminastraße. Was ist hier? Wir würden jetzt rechts Südostallee und dann eigentlich auf die Keyboards drauf, oder? Nee. Ist doch so schönes Wetter eigentlich. Kann man sich da eigentlich auch sparen. Zumal der eigentlich sehr gut einsehbar war. Ja, der hat einfach komplett gefährdet. Oder er hat irgendwann mal gesehen, dass ein paar wieder und dachte, dass alle nicht hergegangen sind. Ja, die schaffe ich noch. Das ist ja immer Grund 1, warum es schief geht.
Natürlich auch sehr ehrlich gewesen, weil Fahrrad gibt es eigentlich jetzt kaum. Also abgesehen von deiner Gesundheit. Hätten wir uns mal auf 5000 Euro mindestens einigen. Also nur für das Fahrrad. Nur für das Fahrrad. Ich hab da angerufen. Ich brauche eine Sonderanfertigung. David, David, please, Sonderanfertigung. Aber hoppi hopp, ne? I need it tomorrow. Aber auch immer nur von kurzer Dauer. Leider. Kann man doch vielleicht noch schaffen. Die hatten ja immer Personalmangel. Ach so, naja. Ist egal, die muss man aber anders. Ja. Thank you.
bestimmt auch sowas, dass man draußen hinsetzen kann. Haben Sie das erstmal nur gemessen? Das ist ja, im Endeffekt Fließbandbetrieb. Ja. Und was aber ganz cool war, die haben jetzt tatsächlich gemacht, dass die heute noch den Bericht per Fax zu alles Arzt schicken. Cool. Falls du die Leute anguckst oder vorbeigehst, wahrscheinlich besser hier kann. Genau. Naja, hoffentlich. Ja, wenn nicht, dann steht das morgen, aber ist ja auch relativ gut. Naja, sie hat halt für morgen eigentlich tatsächlich, bevor sie den Termin heute hatte, auch noch einen gekriegt, für morgen aber. Ja. Und da wollte sie aber nicht so gerne hin, weil es halt um die 2 Wochen gedauert hat, bis der Bericht bei ihrem Arzt war. Ah, okay. Und das ist ja dann total bescheuert. Dann kann er, das ist krass, ja. Kann es ja nicht gut arbeiten. Aber ihr habt jetzt eh ganz schön schnell so einen MRT-Termin bekommen, ne? Ja. Also für so Akutsachen geht es wohl. Da kannst du zum einen bei Dr. Lippig auf Wartelisten draufschreiben lassen. Ja. Und naja, wie bei allen im Endeffekt, ne? Wenn du die Motivation hast, da rumzunerven, ja. Und dann machen die das dann tatsächlich auch. Ja. Ich hatte nur letztens mit Hermann geschrieben, den können wir nicht heute Abend noch. Und der hatte sich nach vor Ostern, als ich krank war, waren wir eigentlich verabredet. Dann meinte ich, nee, ich bin krank. Er meinte, ist nicht schlimm, ich habe mich am Knie verletzt. Und er wartet wohl immer noch auf seinen MRT-Termin. Deswegen war ich so überrascht. Also gestern meintest, zack, Samstag verletzt, zack, heute schon MRT-Termin. Also. Also ich bin auch ein bisschen positiv überrascht, dass das jetzt so schnell irgendwie ging. Vielleicht habt ihr auch Glück gehabt. Haben, dass du dann sagst, fuck, den nehme ich. Ja, genau, na, und du stehst halt dann auch auf so, also gibt halt diese Wartelistenfunktion. Ja. Und ja, wenn alle halt Bescheid sagen, dass sie den Termin jetzt doch nicht nehmen, den sie dann da gebucht haben, ja, dann wirst du da ja auch coolerweise halt benachrichtigt, der automatisiert ist ja ganz geil. Also ich fahre jetzt immer hier rechts schon. Ja, ist schön, ne? Ja. Ah, ja, auch heute ist die Ampel hier rot. Genau. Und das ist mir dann auch zu blöd, ehrlich gesagt. Das sind ja irgendwie 50 Meter weiter, aber da haben wir dann keine Ampel mehr. Also genau, du kannst halt schön durch den Park fahren. Ich hab so gefroren. Ging mir irgendwie ähnlich. Also ein paar Mal, die ich draußen war, um halt irgendwie die Gänge da zu machen, war mal das Teil. Ja, wahrscheinlich, weil die Sonne da ist. Jetzt ist ja auch nicht cool, das war aber durch die Sonne. Genau, die Bewegung. So halb klar. Ja, mal gespannt, wenn man dann da ankommt. Ja, wenn der Kreis ein bisschen runterfährt, dann ist es meistens schlecht. Ja. Naja, ich meine, der Weg da zur Bismarckstraße, ich meine, der See ist Beton. Ja. Das ging ja. Aber jetzt hier durch schöne grüne Felder.
das ein bisschen geht. Ja, naja. Ist natürlich schön, dass es hier so grün ist, aber die Allergie so mittel. Ja. Auch ein Grund, warum ich meine Sonnenbrille aufgesetzt habe. Um einfach nicht dann irgend so ein tollen behangenes Vieh im Hintergrund zu das ist ja entgegen. Aber richtig witzig, ja, gestern, heute Morgen diese alte Strecke da wieder lang zu fahren. Ja, na, ich bin mit Fahrrad dahin, weil mit dem Auto, also war wieder so scheiße voll, ey. Ja, ja, klar. Du hast Anne quasi nicht hingebracht. Nee, das hat Annes Mama gemacht. Ja, okay. Na, Anne hat ja um 8 Uhr morgens den Termin. Ja, dann dachte ich jetzt gerade, wie ist jetzt Anne dahin gekommen, wenn du mit dem Fahrrad gefahren bist? Komm, push mir mich doch nicht. Das hat vorne reingelegt. Jetzt hat sie auch noch Rückenprobleme, weil sie immer gegen zu kleine Körbchen gedonnert ist. Ein Edel. Ja, kann nicht alle tragen. Hauptsache du schaffst deine Trainingskilometer. Genau. Hauptsache ich schaffe meine Strecke am Tag. Nö, also ich hatte auch überlegt, ob ich direkt mit dem Tourrad fahre, aber ich dachte, oh nee, das bringt mich schon wieder so auf, wenn ich mich dann da eigentlich gefühlt schon Otto Braunstraße oder so anstelle. Ja, ist halt auch völlig unberechenbar. Ne? Genau. Fahrrad weißt du, plus minus 5 Minuten kriegst du das halt irgendwie zu einer erwartbaren Zeit. Ich bin ja letztens, als wir nach Ingolstadt gefahren sind, bin ich ja quasi auch hier an die Strecke gefahren, muss dann halt den Hopper noch abgeben. Das war auch echt schön, ja? Ja, ne? Spaß gemacht. Da waren dann schön Leipziger Straße, komischerweise so Menschen auf Straßen festgeklebt. Ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat. Diese Verrückten. Da war da so ein ganz dezenter Stau. Tja, aber nur für die in diesen Blechkisten. Genau. Ich bin einfach schön dran vorbeigegangen. Genau. Wollen wir hier links fahren? Ja, genau. Irgendwie 37 Minuten oder sowas. Und Anne meinte, sie ist ja mit ihrer Mama halt gefahren, die haben irgendwie 50 Minuten oder sowas gebraucht. Glaube ich, ja. Und rückzugs halbwegs. Ja, was dann später, ne? Eine Stunde später reicht dann manchmal schon. Genau. Das war halt das Glück, aber es war trotzdem super voll. Denn die Bänke jetzt hier.